Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ja, beim letzten Mal wollten wir eigentlich den Frosch ansprechen, glaube ich. Aber ich habe beim Rendern gesehen, wir haben noch einen Tropfen übersehen gehabt. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, welchen Weg ich dazu gehen muss. War der hier? Das war hier und zwar. Kriege. Da! Der war aber Noch auch einer. gemein versteckt. Haben wir denn noch einen vielleicht übersehen? Hier vielleicht. Die Spinne. Das war, glaube ich, jetzt der einzige, der mir da so aufgefallen ist. Und ich habe mir noch mal Gedanken gemacht über den Kobold, den wir ja noch fangen müssen. Und zwar habe ich mir dem letzten Mal wieder ein paar. Kommen wir hier hin? Ein paar Simpsons-Folgen angeschaut und da gibt es eine. Nein, dazu müssen wir nicht dahin. Und dazu gibt es eine mit Tingeltangel Bob, wo die Simpsons auf ein Hausboot ziehen. Und da gab es ganz viele hiervon. Jetzt möchte ich doch einfach mal gucken, ob wir die da hinlegen können. Fiese Idee, aber könnte klappen. Da soll einer noch mal sagen, Fernsehen bildet nicht. Okay. Meine Theorie, wenn er jetzt hier drauf geht, was er ja immer macht, dann schlägt ihn die Hake. Und er ist K.O. Und wir sind ihn los. Hoffentlich. Donnerbalg und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balg! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Und mir ist noch etwas aufgefallen. Wenn ich mich immer hier gedrückt habe, ja, kriege ich ja das angezeigt. Und da ist noch ein Holzbrett. Das ist mir beim Aufnehmen überhaupt nicht aufgefallen. Aber das können wir vermutlich auch noch mitnehmen, ne? Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Du bist sehr merkwürdig. Jerry war sein Name, oder? Wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Gut, gucken wir doch mal, ob meine Theorie funktioniert mit der Hake da. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann. Wo ist er jetzt? Das hat gesessen. Er ist immer noch unterwegs, oder was? So war das nicht abgemacht. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wieder zu bekommen. Kann ich die Hake wieder mitnehmen? Yay. Du hast sie wieder zurückgebracht, du Idiot. Das hätte auch keiner jetzt gemerkt, wenn du so weiterhin mitgenommen hättest. Na gut. Donnerbalg und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balg! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Der ist ja immer noch unterwegs. Kann ich? Ich habe doch ein Holzbrett und da war doch irgendwas mit, wir müssen das mal verbarrikadieren. Kann ich das da festmachen? Also, das da festmachen? Doch Werkzeug dabei? Was für wunderbare Geräusche. Ja, so klingen nur unsere Werkzeuge.
So, der Tunnel ist zu. Okay, Werkzeuge. Dann, Moment. Hammer, Säge und Nägel. Der kleine Mann muss ganz schön große Taschen haben. Gut, jetzt gehen wir irgendwie zurück. Wir hätten uns vielleicht auch das Holzbrett mal angucken sollen. Ich habe euer Werkzeug. Super, aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Müssen wir denn jetzt nochmal durch die Karte jagen? Kann man das nicht irgendwie abbrechen? Da bisschen nervig, dass ich da jetzt immer warten muss. Jetzt ist er schon. Dahin. Und dann dahin. Da. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl, ich kann hier machen, was. Was wäre jetzt passiert, hätte ich die Hake da liegen gelassen? Er ist schon. Hat er dann wieder eins auf die Nase gekriegt? Donnerplatten! Aua! Zugenagelt! Dann eben nicht! So ein verhagelter Tag! Auf nach Hause an den warmen Kamin! Findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Wohnt er etwa in dem Kürbis? Ja, das, da kann, der hätte auch niemals hier ran vorbeigekonnt. Niemals! Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Bitte ein bisschen schneller, Jerry. Wir haben noch keine Zeit. Ob der auch hohl ist? Hoppla! Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was habe ich dir denn getan? Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Du willst nur an mein Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Und nimmt sie einfach mit. Ja, warum denn nicht? Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Ganz schön schwer. Ich frag mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Oh, der muss aus der Packung Nägel der Igelbrüder gefallen sein. Au, ganz schön spitz. Hä? Was würde ich mit dem noch machen? Jetzt können wir den doch bestimmt das zurückgeben, ne? Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Ah, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz, wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot für Spitzweg, bereit, um in See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Ah,
Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schmirgelst. Ja, ja. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Können wir denn schon mit dem... da wollte ich... Nein. Ich wollte, da geht's hoch, ne? Ja, ich wollte mit ihm reden. Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei! Ruder? Ruder? Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Wir haben einen Löffel, der ist doch ein super Paddel. Gute Idee. So. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Jetzt fehlt nur noch ein Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Das ist aber gar kein Floß, das ist ja eigentlich ein U-Boot. Geht denn unser Wurfanker als Anker? Das ist ja ein idealer Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe... Ja. Hoffentlich. Wir können ihm das Kobold auf den Kopf schmeißen. Das bringt nichts. Wir können ihn mit dem Nagel stechen. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Was mache ich damit eigentlich? Vielleicht müssen wir doch mit dem Frosch erstmal sprechen. Und dann kommen wir ein bisschen weiter. Weil wegen dem Ding habe ich noch gar keine Ahnung. Wegen dem Fisch. Ja, guck's dir doch mal. Ach so, guck's dir mal an. Das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun.
Aber ohne mein Postfahrrad kann ich keine Post austragen. Ich mag seine Synchronstimme. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Wofür braucht er denn diese Streichholzschachtel? Daran können ja nicht die Räder befestigen. Ach so, du bist Plato der Briefträger, dein Fahrrad steckt echt im Eis fest. Ich muss leider weiter. Bist du Plato der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato der Frosch. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Spitzfick nimmt Jerry in seinem Boot mit. Doch vorher braucht er noch seine Hilfe. Ja, natürlich. Plato, der Briefträger, kann Einladungen für dich verschicken, aber sein Fahrrad ist festgefroren. Ich mache das auch immer wieder falsch, ne? Immer wieder falsch. Post! Post! Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Quack! Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Ja, gib mir einfach deine Post. Was haben wir denn da? Dieses Paket ist an Fräulein Edith Eichhorn adressiert. Als Absender steht hier Superhörnchen-Boutique. An Herrn Kirchenmaus Senior. Ich frag mich, was da drin ist. Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senior Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. An die liebreizende Stimme von Welle 103.5. Okay, also wir müssen zum Herrn Kirchmaus, das Eichhörnchen. Das könnte das Haus sein bei den Igelbrüdern und zu unserem Radiomoderator. Klar, und gib mir einfach die Post, für die du verantwortlich bist. Da kann bestimmt 100%ig nichts passieren, wenn du sie irgendjemandem gibst, den du gerade vor 5 Minuten kennengelernt hast. Nein, nicht mal. Vor 2 Minuten kennengelernt hast. Noch was mit dir reden? Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Ich habe leider keinen Feuerzauber. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute mit Anja ausgehen, ja. Was mir einfällt. Wir haben eine Münze an einer Schnur. Geht das? Okay, das sollte ich eigentlich nicht das machen. Das geht. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Das letzte Blausaftfässchen.
und ein kleiner Werbeaufkleber. Ich glaube, das geht mit heutigen Automaten nicht mehr. Selbst zu meiner Kinderzeit hätte man damit bei unseren Kaugummiautomaten nichts rausgekriegt. Da muss man ja so den Griff drehen und dann fällt die Münze rein. Und da kriegst du es auch mit einem Faden nicht wieder raus. Ah, gut, wir haben... Was war das jetzt nochmal? Blausaft und Blausaftaufkleber. Können wir das Anja geben? Da müssen wir ja sowieso hin wegen dem Brief für unseren Radiomoderator. Der sitzt ja, glaube ich, bei ihr. Ach, da ist ja schon das Eichhörnchen. Dann geben wir ihr erstmal ihr Päckchen. Damit die Arme endlich ihr Kram kriegt, was auch immer das jetzt ist. Mein Paket! Endlich! Gott, diese Stimme. Oh! Ist das nicht eine super fesche und totschicke Superhörnchen-Handtasche? Da bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Vielen Dank. Hier hast du etwas Trinkgeld. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Aber einen schicken Hut hast du ja schon. Die Tasche ist echt niedlich.